Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Oktoberfavoriten und genau, legen wir los. Als allererstes, ich war im DM und habe diesen coolen, hoppala, runtergeflogen, Blushpinsel gesehen. Das ist dieser hier. Ja. Genau, der hat so eine schräge Form hier und dann wird er wieder gerade. Also ist perfekt, weil das passt sich hier perfekt der Wange an. Also der ist eins auch nicht, wo ich den immer hergebe. Finde ich mega, mega super. Und ja, wollte ich nochmal eintauschen. Ist auf jeden Fall mein Favorit im Oktober geworden. Als nächstes habe ich ein Parfum und das ist von Roberto Cavalli. Das ist dieses hier. Ja. Wie ihr sehen könnt, ist es schon fast leer. Genau, ich finde es super, der Geruch ist auch mega. Ach ja, könnt ihr euch mal anschauen. Preislich etwa blende ich es euch ein oder zeige es euch in der Infobox oder schreibe ich die Preise in die Infobox, genau. So, als nächstes habe ich nochmal einen Parfum und zwar ist das das Alien Parfum von Terry Mugler, genau so heißt er, glaube ich. Das ist dieses tolle Parfum, sehr, sehr, sehr lecker vom Geruch. Oh, ich liebe es, also ich habe das erste Mal hätte mir mein bester Freund, hätte mir da so mal eine Probe mitgebracht, oder was mein Freund, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dachte ich, oh, ich muss es haben und das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten von meinem Freund bekommen. Und ja, habe jetzt noch so eine halbe Packung, sage ich jetzt mal. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr mega gut und ganz große Liebe. Genau. Dann machen wir weiter mit einer Palette und zwar ist die von BH Cosmetics und zwar ist das die Carly Bible Palette. Die werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, wurde schon sehr oft an die Kamera gehalten. Ja, die Farben sind ja einfach mal der Oberknaller und für der Herbst waren die einfach mega super. Da könnt ihr gerade mal schauen, also das untere sind vier Highlighter und die obere sind Lidschattenfarbe. Genau, sind sehr, sehr, sehr cool. Also diese Highlighterfarbe benutze ich jeden Tag, finde ich mega. Genau, deswegen, also die benutze ich jeden Tag, deswegen mein Favorit. So, mal schauen. So, als nächstes habe ich von Dranded Up UV Power Gel Nail Polish, also Nagellack, in der Nummer 030. Das ist dieses Schätzchen hier. Genau, den habe ich auch gerade auf der Finger, auf denen hier. Finde ich, ja, finde ich ganz schön, ja. Ich lackiere erst meine Gelnägel, weil ich habe jetzt keinen Bock, das ganze Zeug immer die Farbe runterzufeilen oder so. Ich bin viel zu faul dafür. Genau, deswegen Nagellack und der war relativ herbstlich und genau, fand ich ganz cool. Und der zweite Nagellack, was ich habe, ist einer von Sally Hansen. Das ist die Nummer 660 Terra Copper und oh mein Gott, es ist einfach, er ist einfach Rose Gold und ich liebe Rose Gold, eine Sache, oder Rosé Gold. Oh, der ist so, 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 so schön. Ja, preislich sehr teuer, muss ich sagen, für einen Nagellack. Ich glaube, der hätte 11,40 gekostet, aber ich blende es euch nochmal ein oder schreibe es euch in die Infobox, wie vorhin gesagt. Aber die Farbe ist der Hammer und der Nagellack haltet wahnsinnig gut, wirklich wahnsinnig gut.
Ich habe den eigentlich nur mitgenommen wegen der Farbe, weil ich dachte, oh mein Gott, Roségold und das noch beim DM. Genau, deswegen. Und der ist auch jetzt meine Favorite gelandet. Auch wenn ich trage ihn auf der Füßchennägel, ja, falls es jemand interessiert. Der ist einfach in der Favorite gelandet, einfach von der Farbe her, von der Haltbarkeit und von der Deckkraft einfach, genau. Deswegen ist er meine Favorite gelandet. Das nächste, was ich habe, ist von Benefit, der Hula Bronze. Genau, den kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Es ist mein erster, Leute. und seit ich ihn habe, ich habe den jetzt glaube ich schon 3 Monate, 3, 4 Monate, ja. Ich wollte keinen anderen mehr. Ich kaufe mir seitdem keinen anderen Bronzer mehr. Ja. Was soll ich sagen vom Preis her? Ja gut, ist halt auch Qualität, ne, sage ich jetzt mal. Aber, wie gesagt, ich wollte keinen anderen mehr und ich liebe den einfach so. Ich habe den jeden Tag drauf, heute auch. Und ja, schafft es wahrscheinlich jeden Monat in meine Favorite. Genau. Dann als nächstes habe ich ein Produkt von Catrice und zwar die HD Liquid Camouflage. 24 Stunden, mattes Finish. Da habe ich einmal die Farbe Warm Beige 040 und einmal Sand Beige 030. Und zwar habe ich diese, das sind die beide. Die dunklere Farbe habe ich im Sommer benutzt, da ich relativ dunkel wäre und ich habe keins gefunden. Und das war die erste, wo ich gefunden habe, wo überhaupt im Sommer meinem Hauttyp passt, sage ich jetzt mal. Ich trage zwar im Sommer eh nicht viel, aber die war super. Und dann habe ich einmal das hellere. Und zwar, warum das jetzt meine Oktoberfavorite sind, liegt daran, dass ich die beide immer mische. Weil, sage ich mal, bis so September, Oktober kommen die eigentlich relativ, bin ich trotzdem relativ noch dunkel, aber die beide kommen relativ nah an meinen Ton, deswegen mische ich die beide immer. Genau, und finde ich auch super vom Preis her und mit dem pumpigen Pinzette oder Pipette, genau, Pipette. ja, finde ich auf jeden Fall mega, mega gut und ich hatte ja vorher immer das MAC. Und benutze aber im Moment wirklich die, weil ich die einfach viel besser finde. Bei der MAC fühle ich mich einfach so, als hätte ich richtig viel im Gesicht. Also die ist schon relativ dickflüssig. Ich kann die euch gerade mal schnell zeigen. Meine MAC Foundation. Und zwar ist das die Studio Fix Fluid. Genau, das ist diese hier. Und ich finde, da fühle ich mich einfach, als hätte ich richtig viel im Gesicht. Und bei dieser Catrice fühlt sich an, als hätte man wirklich nur eine Tagescreme oder ja. Im Gesicht merkt man eigentlich komplett gar nicht. Deswegen bin ich im Moment von der Catrice mehr begeistert und auch von der Deckkraft. Mega, Leute. Ich sag einfach nur mega. Also die ist das Geld echt wert und die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Genau. Als nächstes habe ich auch noch ein Produkt von Catrice und zwar ist es das Nude Illusion Loose Powder. Genau, und das ist dieses hier. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut jetzt erkennen könnt. Genau, das ist genau dieses transparente, matte, lose Puder. Das nehme ich als zum Bake, wenn ich meinen Concealer drauf mache. Das ist nicht, bei mir glänzt es immer so arg, ich weiß auch nicht warum. Oder weil das einfach von den Concealers ist. Da könnt ihr das gerade mal sehen. Das ist einfach so loses Puder, ja. Das einzigste Blöde, was ich an dem finde, ja, eigentlich ist da jetzt da nicht so viel drin wie hier. Der Puder ist ja alles da unten drin. Und zwar geht man ja da mit dem Pinsel rein und dann hast du eine gewisse Menge auf dem Pinsel und kannst es schön auftragen. So, bei dem ist aber, du kriegst fast nichts raus von dem Puder. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn es da irgendwie ihr Trick gibt. Leute, dann könnt ihr mir das gern sagen. Mit dem kämpfen wir jetzt wegen rum, weil dann fange ich einmal an, das Ding so zu schütteln, dass da auf jeden Fall oben in dem Behälter dann drin ist. Und dann habe ich aber meistens zu viel, ne? Also ich ziehe mir dann meistens irgendwie was alles an, weil das ganze Puder dann irgendwie runterfliegt. Keine Ahnung, aber vom Effekt her, vom Finish, ist der mega.
Ich wollte jetzt noch den ausprobieren von Essence. Da gibt es ja auch eine, aber gepresster Puder. Dass man das einfach nochmal ums komplette Gesicht machen kann, kann man mit dem auch. Aber ich wollte den von Essence einfach nochmal ausprobieren. Und genau. Ist meine Favorite, weil er einfach mega günstig ist. Und ja, er macht alles matt. Und ich liebe matt. Also ja, kann ich jetzt auch noch mehr dazu sagen. Und mein nächstes Produkt ist von Zoeva, die Smoky Palette. Und das ist diese hier. Ja, sehr, sehr nice. Die benutze ich auch, wenn ich Lidschatten trage, so gut wie immer. Die Farbe ist dann einfach so schön. Ich habe mich heute damit auch geschminkt. Weiß nicht, ob ihr das so gut erkennt. Diese Palette hier ist auch bei meinem Douglas Haul, bei meinem letzten Stich drin. Sehr schöne Farbe, gerade für den Herbst. Also dieses Braun, dieses Dunkle, dieses Grau-Violett, dann dieses Rosé-artig, was eigentlich viel dunkler ist. Und dieser Gold-Silber-Schimmer. Wirklich, wirklich tolle Farbe, ja, für das Geld. Ja, da werde ich mir auf jeden Fall noch weitere Palette kaufen, weil die Palette ist einfach der Knaller. So, machen wir mal weiter. Jetzt habe ich noch so ein paar Reinigungssachen fürs Gesicht, Maske und sowas. So, noch eine kleine Creme habe ich hier, und zwar ist das von Kaufmanns, die Haut- und Kindercreme. Das ist diese hier. Und zwar nehme ich die jetzt immer, bevor ich mich überhaupt schminke, weil die ist für... ich habe immer so eine richtig, richtig trockene Haut. Ist egal, wie viel Maske ich drauf mache, für Feuchtigkeit, Creme oder irgendwas. Also die kommt bei mir immer drunter, weil die ist für rissige und sehr trockene Haut. Steht da drauf auf Erwachsene in dem Deckel. Ja, also ich glaube, dieser kleine Titel hat unter 1 Euro gekostet. Gibt es aber im DM, in denen eine kleine Probesache. Genau, und ist auf jeden Fall bei meiner alltäglichen Routine immer dabei. So, jetzt kommen wir zu meiner Gesichtsbehandlung-Sache. Und zwar habe ich das Tea Tree Water von Lush, der Gesichtstoner. Und das ist dieser. Ich habe den mir auch erst gekauft und ich finde ihn mega, mega gut. Ich benutze ihn jeden Tag. Ich liebe ihn einfach. Und ja, was soll ich zu euch sagen? Also wenn ihr dieses Produkt noch nicht kennt, Leute, probiert es mal aus. Das hätte mein Hautbild um 10-faches einfach mal besser gemacht. Wirklich um 10-faches. Genau, also ich kann euch mal vorlesen, wenn es euch interessiert, was da drauf steht. Und zwar: Gesichtstoner kommt der Haut in schwierigen Zeiten zu Hilfe. Teebaum ist ein wunderbar antibakterielles und antiseptisches Öl für fettige, zu unrein neigende Haut. Genau. Also ja, wirklich ein kleiner Favorit von mir. Gibt es auch in der großen Packung, will ich mir nächstes Mal eine große kaufen, weil das geht weg wie Semmel bei mir. Das nächste ist von L'Oréal Paris, und zwar die klärende Maske Tonerde Absolut. Das ist dieser Titel hier mit der, sag ich mal, blau-grüne Maske hier drin. Ja, also das hier verbinde ich, also ich mache meistens zweimal in der Woche die Maske, und die ist einfach mega, Leute. Die ist richtig mega, die trocknet dann auch so nach 10 Minuten und ihr könnt dann übers Gesicht fassen und das fühlt sich so geil an. Also wenn ich das mache, also ich sitze dann immer da und fasse mir die ganze Zeit so ins Gesicht und mir denke, oh, wo mein Freund schon denkt, was macht die da eigentlich? Ja, genau. Ist gerade nicht so günstig, sage ich jetzt mal. Ja, die kostet der Titel 10 Euro, 9,99 oder 9,95. Und ja, aber ist sein Geld sowas von wert. Die Orangen habe ich jetzt noch nicht ausprobiert und die Schwarze auch nicht. Aber die hier will ich mir definitiv nachkaufen, weil das ist echt ein Top-Produkt. Genau. So, kommen wir zu meinem nächsten Produkt. Das ist auch eine Maske, und zwar, so, einen Moment, diese Pfefferminzmaske von Lush.
Mask of Magna Minty, genau. Und zwar ist es diese hier. Auch sehr, 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 sehr gut. Also da habe ich auch gleich dieser große Titel mit. Ich habe mir die zwar auch zum ersten Mal gekauft. Und ja, einmal frei. Also man kann die sogar auch unter der Dusche benutzen als Reinigung. Mache ich dann öfters auch, weil ich mache lieber die drauf, weil die trocknet nicht so. Die klebt bei mir wahnsinnig im Gesicht. Deswegen finde ich die zum Duschen richtig gut. Und die ist ja auch für Gesichts- und Körpermaske. Also kann man auf der Körper machen. Finde ich beim Duschen sehr angenehm. Auch die Perle, ich kann euch gerade mal noch schnell der Inhalt zeigen. Wie ihr seht, habe ich da auch schon gut aufgebraucht. Genau. Riecht wahnsinnig nach diese Freeway-Kaugummis. Kennt ihr die zufälligerweise? Ja, riecht wahnsinnig danach und sehr, 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 sehr gut. So, jetzt kommen wir zu meinem Fashion-Teil. Und zwar habe ich da noch drei Sachen. Und zwar ist es dieses, sage ich jetzt mal, Kleidpullover. Ja, genau. Kann ich auch mal zeigen von der Länge her. Also wirklich sehr, 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 sehr lang. Und ist hinten länger wie vorne, hat an der Seite diese Schlitze. Und dieser Pulli trage ich sehr gerne. Gerade auf einer Leggings mit höheren Schuhe an, es ist jetzt wirklich schon kalt. Also bei mir hätte es jetzt 4 Grad raus und yep. Wirklich schon kalt. Und genau, da finde ich den Pulli einfach super. Der habe ich von New Yorker, wenn ich alles täusche. Genau. Und ja, ich liebe den. Der ist jetzt in der Größe L. Und er fällt relativ groß aus. Also ja, aber wirklich, wirklich super. Gerade mit dem Schlitzen an der Seite, dass es dann auch dann hinten länger und vorne kürzer ist. Finde ich sehr nice. Also ist auf jeden Fall auch ein Favorit geworden von mir. Dann habe ich noch Schuhe und zwar sind es diese hier. Genau, fand ich eigentlich für den Herbst schön. Die Farbe ist cool. Die hat mir meine Freundin geschenkt, weil die irgendwie wollte mir zum Geburtstag im August noch irgendwie was Besonderes machen, hätte es aber nicht geschafft. Wir waren dann in dem Schuhladen und dann hat sie nur gemeint, ach, sie weiß nicht, ob sie sich die selber kaufen soll. Ich so, oh, die sind doch mega schön und so. Und dann hat sie es mir einfach auch gekauft. Mega süß, danke nochmal dafür. Und genau hier an der Seite kann man dann reinstupfen, zumachen. Finde ich sehr schön, besonders mit den Bämbel dran. Genau. Die haben gekostet 20 Euro und es war in Summe. Bei uns in der Stadt gibt es da auch solche Türke-China-Läder oder so, genau. Und da haben wir die einfach mit. Und die sind einfach der Knaller. Die tragen sich auch sehr bequem. Ja, deswegen sind so meine Favoriten gekommen. So, kommen wir zum letzten Produkt schon. Und zwar, wo ich in Berlin war, waren wir im Outlet. Und zwar war ich da bei Esprit. Und da hatte die diese schöne Schal, Leute. Jetzt muss ich den gerade mal irgendwie zusammenfummeln. So, dieser schöne Schal. Oh, einen Moment. So, genau. Hat unten solche, diese Franze, diese normale. Hat einen Grauton drin, dann solche, ein hellgrau. Dann, und es ist dieses Rosé. Sehr, 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 sehr schön. Oh, der verliert den Fussel. Ja, der war runtergesetzt von 30 Euro auf, ich glaube, 19,99. Fand ich eigentlich auch noch teuer, weil ich gebe eigentlich nicht so viel für Schals aus. Aber der ist so überweich und ich trage den so gern. Also der ist aber wirklich relativ dick, mit dem kann man viel machen. Könnte man sich auch so umhängen als Poncho oder irgendwie was. Sehr, sehr nice und sehr, sehr große Liebe von mir. Genau. So, das war's von mir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Produkten habt oder euch mal noch irgendwie ein Video wünscht über verschiedene Sachen, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!